muss doch unser aller Ziel sein. Deutlich auch die Positionierung beim Urheberrecht. Die SPD stehe an der Seite von Künstlern und Kreativen, die umstrittenen Internetfilter aber lehnen die Sozialdemokraten ab. Wir halten Uploadfilter für den falschen Weg. Die SPD tritt mit ihrer Spitzenkandidatin Katharina Barley an, geschlossen und kämpferisch. Dass die Sozialdemokraten allerdings nochmal ein Ergebnis wie bei der letzten Europawahl erreichen, damals immerhin 27%, das glauben nicht einmal die kühnsten Genossen. Gegen diese geplante Urheberrechtsreform demonstrieren vor allem junge Menschen seit Wochen immer wieder. Am Dienstag will das EU-Parlament darüber entscheiden. Heute haben die Gegner noch mal kräftig mobil gemacht und sind in ganz Europa auf die Straße gegangen. Sie befürchten, dass die Meinungsfreiheit im Internet eingeschränkt wird. Hamburg, Leipzig, München, Köln, allein in Deutschland waren es Zehntausende. Über die Proteste berichtet Sven Rieken. EU-Parlament, wir haben ein Problem, die europäische Urheberrecht-Richtlinie. Besonders umstritten die sogenannten Upload-Filter. Schon beim Hochladen blockieren sie möglicherweise mehr als nur geschützte Musik oder Videos. Die Jugendlichen merken ja, okay, es geht um unsere Zukunft und es geht auch um unsere Meinungsfreiheit. Und dafür gehen wir hier alle auf die Straße. Auch die YouTuber, die auf YouTube bekannt sind und so, die streiken ja auch alle dafür und setzen sich dafür ein, dass das nicht durchgesetzt wird. Upload-Filter aber gibt es längst. Ein aktuelles Musikvideo hochgeladen, postwendend kommt die Sperre. YouTube erkennt den Rechteverstoß. Die Befürchtung aber ist, dass die Plattformen demnächst auch solche Videos sperren. Parodien oder Diskussionen rund um geschütztes Material. Der Einstieg in die Filterung unliebsamer Inhalte. Wenn diese Filter noch stärker eingesetzt werden als bisher, dann können sie sehr leicht eingesetzt werden, um nicht nur urheberrechtlich geschütztes Material zu filtern, sondern eben auch solches, das etwa unliebsam ist in Diktaturen, also nicht demokratischen Staaten, denn die Technik ist im Grunde genau die gleiche. Dabei ist die eigentliche Absicht der EU-Richtlinie, die Kreativen für ihre Arbeit zu bezahlen. Das nämlich versuchen die großen Plattformen zu verhindern und mobilisieren ihre Fans. Man darf die nicht anfassen. Weil sobald man YouTube anfasst, ist das Internet kaputt und die Freiheit vorbei. Das ist natürlich totaler Schwachsinn und die ganze Welt funktioniert nicht so. So ganz ernst nehmen aber auch nicht alle YouTuber die Diskussion, denn eigentlich hätte niemand etwas dagegen, dass die großen Plattformen an die Rechteinhaber zahlen, außer die Plattformen selber.